Das 9. Jüstädter Oldtimerfest fand traditionsgemäß in diesem Jahr wieder auf dem Steinbacher Bahnhofsgelände der Bresnitzer Bahn statt, welche am 1. Juni dieses Jahres ihren 120. Geburtstag feierte. Denn am 1. Juni 1892 hat der reguläre Bahnbetrieb auf der Schmalspurstrecke Wolkenstein-Jöstadt begonnen. Die wirtschaftliche Entwicklung in Bresnitz und Schwarzwassertal profitierte von dieser Bahnstrecke erheblich. Doch im Januar 1984 wurde der Abschnitt Niederschmiedeberg-Jöstadt stillgelegt und zu Ende des Jahres 1986 kam es zur gänzlichen Einstellung des Bahnbetriebs. Vor genau 20 Jahren feierte man ihre Wiedergeburt als Museumsbahn.
der Nacht. Die doch teilweise relativ weit ist. Wir müssen dann irgendwann dann doch mal wieder nach Hause. So schön sieht es bei euch hier. Ich komme mit meinem Sohn gucken. Wir haben hier nicht nur einen Tag mehr. Hier sehen wir einen Fleischer S5-Bus aus dem Baujahr 1977. Das Fahrzeug wurde bei Fritz Fleischer KG Gera hergestellt. Ausgerüstet war er mit dem 190 PS 6-Zylinder Schönebecker Motor. Kupplung, Getriebe, Fahrwerk sowie die Druckluft-Lenkhöfe stammen vom altbekannten Icarus 66. Die Hinterachse hingegen schon von den Düben der Icarus 200er Baureihe. Thank you.